Sohn. So ist es ganz, ganz tief verbunden, sind wir ganz abbildlich erschaffen zu dem dreifaltigen Gott. Wir sehen es weiter jetzt in Bildern auch, aber zuerst einmal diese Geschichte von Adam und Eva, wie das geschehen ist. Aber das ist ganz wichtig, das ist Grundlage. Das ist ein wunderbares Menschenbild, das da entworfen wird in der Heiligen Schrift von Gott selbst, damit wir uns ganz bejahen können. Vom Vater selbst. Denn aus dem Adam kommt die Eva. Und aus dem Vater kommt der Sohn. Aber wie sind sie zueinander hingeordnet? Der Vater und der Sohn in der Liebe. Wie ist Mann und Frau zueinander geordnet? In der Liebe. Merkst du, da kannst du ganz Ja zu dir sagen. So muss es auch geschehen, so muss man auch aufeinander zugehen. Aber leider ist jetzt in das hineingekommen, er hat sie abbildlich erschaffen, in Liebe zueinander hingeordnet. Da ist diese Misere auch in dem Paradies. Das ist eine andere Frage, was das jetzt ist, der Baum und so weiter und so fort. Da müsste man einen eigenen Vortrag machen. Wir sehen nur, dass diese Frucht im Paradies schön anzuschauen war. Eva schaute sie an. Und die Schlange will wieder verführen, wie er selbst im Grunde gesündigt hat. Das ist immer wieder das Gleiche. Auch jene, die sündigen, wollen andere verführen in der Sünde, die sie selbst begangen haben. Hat Gott wirklich gesagt, dass er von diesem Baum nicht essen dürft? Da ist wirklich der Zweifel an Gott, merkt er das? Das Misstrauen zu Gott wird geschürt. Und das macht er ständig, auch diese alte Schlange. Er will immer dieses Misstrauen gegen den Vater. Er meint es ja nicht gut mit uns. Wisst ihr, das ist so, so tief drin. Überall ist dieser Flüsterer im Gange, wo er immer nur einflüstern will, er meint es ja nicht gut und so weiter und so fort. Das nicht, wie kann er das zulassen? Es ist ja immer wieder genau das Gleiche gegen ihn gerichtet. Warum das Erdbeben? Warum der Tsunami? Warum das? Wie kann Gott das zulassen? Er meint es ja nicht gut mit uns. Dann schimpfen sie gegen ihn, gegen den Vater, ohne Ende. Aber immer wieder die erste Sünde, die Schlange verrät sich selbst, hat Gott wirklich gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Könnt Gutes vom Bösen unterscheiden. Das ist genau das, wo er selbst gefallen ist. Er wollte sein wie Gott. Und darin ist er gefallen. Und er will auch den Menschen verführen, denn er verführt in das hinein, dass er dann ist wie Gott. Aber er kann es nicht. Weil das ist die Prüfung gewesen von diesem Baum. Und der Apfel wurde genommen. Der Apfel ist auch die Fruchtbarkeit, auch die Sexualität in den ganzen quasi Symboliken spricht eigentlich der Apfel und der Apfelbaum für die Sexualität und für die Fruchtbarkeit. Muss man auch mal sehen, was es dann wirklich war. Das müsste ein eigener Vortrag sein. Aber es geht ja irgendwo in die Richtung auch hinein, dass sie das missbraucht haben, vielleicht das Leben selbst machen wollten. Und den Apfel gepflückt haben, eben das Leben machen wollten. Das will auch die ganze Industrie und die ganze Wissenschaft ist weltweit ineinander verquickt und verbunden, um eines herstellen zu können, das Leben. Ein Kind herzustellen, den Menschen herzustellen. Sind alle vernetzt miteinander. Das haben sie wirklich als großes Ziel. Aber sie werden das nicht können. Das Leben zu machen, Leben machen zu können, das Leben selbst zu nehmen, das kann man sich nur schenken lassen, sein Geschenk vom Schöpfer. Das unterscheidet uns vom Schöpfer, so dann wären wir wirklich wie Gott, wenn wir Leben machen könnten. Dann werden wir wie der Vater, der Leben machen kann, weil er ist der Vater des Lebens. Und leider haben sie gegessen
Und das hat furchtbare Auswirkungen gehabt für die ganze Menschheit, auch für uns, weil wir alle abstammen von einem Menschenpaar und wir tragen das Fleisch, die Gnade ist verloren und das Fleisch neigt in einer Konkupiszenz, wie die Theologen dann sagen, zur Sünde hin. Es neigt zur Sünde hin, du tust dich schwer, du willst zwar das Gute tun, aber tust das Negative. Oft. Wir tun uns ganz, ganz schwer, aufraffen, die Sünde nicht zu tun. Jeder will ja gut sein, aber wir sehen objektiv in der ganzen Welt, dass es eben nicht so funktioniert. Objektiv, sonst wären alle gut. Aber sie tun sich mit ihrer Freiheit schwer, das Gute zu tun. Sie wollen es zwar, aber sie tun es nicht. Seht ihr, es dreht sich also um diese beiden Jungfrauen. Die eine hat die Jungfrauenschaft gut gewählt, indem sie gesagt hat, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne. Aber vielleicht hat die eine Jungfrau eben das verloren, was die andere behalten hat. Das ist auch schön ausgedrückt in dem Bild, das ist ein wunderbares Bild, wo dieser Baum des Lebens da ist. Und einerseits gibt die Eva, weil sie uns allen den Tod eigentlich beschert hat, eigentlich sollte sie die Mutter des Lebens sein, das heißt Eva, Mutter der Lebendigen, hat sie uns zum Tod geboren. Aber jetzt muss es wieder eine neue Jungfrau geben, so ist der Plan. Er dreht die alte Eva um in die neue Eva, die uns das Leben gibt, der uns dieses Brot des Lebens gibt. Das sind die Hostien, ihr seht es auch an dem Baum, wo die Hostien dran sind, auch Jesus, der Erlöser. Auf der anderen Seite der Tod und die Eva gibt allen den Apfel. Und sie werden alle in Mitleidenschaft gezogen und müssen sterben. Wie es geheißen hat, die Strafe an die Schlange, auf dem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und dann denkt er zuerst einmal an diese Erlösung, dass er eine neue Frau denkt und einen neuen Adam denkt, gegenüber das, was jetzt Adam und Eva falsch gemacht haben und wieder gut gemacht wird. Er denkt, ich setze Feindschaft zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Sie wird dir den Kopf zertreten und du wirst sie an der Ferse treffen. Das ist der Plan Gottes auf diese Sünde hin. Und er gibt uns ja wieder den neuen Baum des Lebens in der Kirche, in der heiligen Eucharistie, in den ganzen Sakramenten, gibt er uns den Weg des Lebens wieder zurück. Ganz, ganz entscheidend, dass wir diese Dinge betrachten, auch gegenüberstellen, was das für eine wunderbare Plan des Vaters war, den er von Ewigkeit hatte. Er hat ihn von Ewigkeit gehabt. Er hat sofort geantwortet, bevor er die Strafe an Adam und Eva ausspricht, denkt er an die Erlösung. Man nennt es das Proto-Evangelium, das Vorevangelium, und da denkt er an diese Erlösung. Das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist der Vater. Bevor er die Strafe ausspricht, denkt er an die Erlösung. Ist das nicht großartig? Das ist eine Freude, dass wir einen solchen Vater haben, der nicht zuerst schimpft und uns ungespitzt in den Boden rammt, was wir jetzt alles angestellt haben, sondern der denkt an die Erlösung. Und dann kommt erst die Strafe an Adam und Eva, die ist auch tendenziös, eigentlich hingeordnet auf das Delikt. Man muss es wirklich so sehen. Wenn er jetzt mal so ein bisschen nachdenkt, dann kannst du schon ein bisschen ahnen, oh, das geht irgendwie um das Leben, muss um das Kind gehen. Weil die Strafe ja hingeordnet ist auf die Sünde. Dort heißt es, überreich werde ich dir die Beschwerden der Schwangerschaft machen, in Schmerzen wirst du gebären. Jetzt stell euch mal vor, das Kind, was so eine Freude ist, das muss jetzt von allen Frauen in Schmerzen geboren werden. Haben sie selbst pflücken wollen? Das ist die Frage vom Baum.
das Leben, sich nicht schenken lassen, sondern selbst nehmen. Die biblische Symbolik ist in dem Sinne eigentlich ganz klar. Auch Adam wird bestraft. Ich habe lange darüber nachgedacht, was könnte das im Zusammenhang sein, diese Strafe an Adam? Hat es auch mit der Fruchtbarkeit zu tun? Und doch hat es zu tun mit der Fruchtbarkeit wieder, mit dem Leben. Es geht um das Leben, der Baum des Lebens. Darfst du nicht dran rühren. Baum der Erkenntnis, des Guten und des Bösen, der Baum des Lebens. Es ist wirklich so, dass genau es um das geht. Und die Strafe an Adam auch, die heißt ja, und weil du das getan hast, werde ich den Ackerboden werde ich den Ackerboden verfluchen, Dornen und Disteln werd er dir hervorbringen, aus Staub bist du und zu Staub bist du wieder zurückkehren. Was heißt das? Was ist der Ackerboden für ein Symbol? Der Ackerboden ist ein Symbol der Fruchtbarkeit. Du legst den Samen in den Ackerboden hinein. Man könnte fast noch meinen, einige Kirchenväter denken das, weil ja die Frau ist auch ein Ackerboden, auf den der Samen gesät wird, des Mannes. Aber weil ihr es vielleicht selbst machen wolltet, wird er jetzt Dornen und Disteln hervorbringen, dass du in die Reue kommst. Merkt ihr, die Strafe ist immer hingeordnet, dass die Frau zur Reue kommt und dass der Mann zur Reue kommt über das, was sie getan haben. Weil, wisst ihr, dieser Apfel, von einem Apfel können nicht solche Auswirkungen, dass sie einen Apfel von einem Baum gegessen haben. Das ist ein Symbol. Die ganze Heilige Schrift spricht davon, dass der Mensch immer wieder verglichen wird mit einem Baum. Hier geht es um das Leben. Im Paradies. So haben es einige Väter wirklich gesehen. Haben gesagt, da haben sie ihre Fruchtbarkeit, wo Gott den Auftrag gegeben hat, seid fruchtbar, mehret euch, missbraucht. Aber seht ihr, auch Maria dreht das alles um. Sie ist eigentlich jene, die Eva sofort umdreht. Im ersten Wort, was sie sagt, dreht sie die Eva um. Habt ihr mal betrachtet, was sie sagt? Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Merkt ihr, vielleicht ist das gerade die Sünde gewesen. Und wir haben jetzt das Fleisch, in dem wir auskommen müssen, das Gnadenen raubt ist. Zwar im Geiste die Sünde begangen, ihr werdet sein wie Gott, macht's doch. Nehmt euch das selbst, das Leben. Aber wir haben dann die Misere, dass wir in diesem Fleisch sind. Und Jesus sagt wirklich, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Aber wie schön, meine Lieben, auch wenn das so ist. Versteht ihr, das heißt jetzt nicht, dass Sexualität nicht mehr notwendig ist oder nicht mehr möglich ist. Nur im Sakrament ist sie dann möglich. Und ihr wisst, wie mit diesem, in der ganzen Gender-Ideologie, in dieser Versexualisierung der Gesellschaft, genau dort der Mensch am schwächsten ist. Wo ist er am schwächsten, der Mensch? Wo ist der Mann am schwächsten? Wo ist die Frau am schwächsten? Ihr wisst's ja. Das tragen wir vom Adam und von der Eva in uns, virulent. Da hat sich was durchgehalten durchs ganze Fleisch, weil wir von einem Ehepaar abstammen. So ist die Lehre. Aber jetzt darf dann die Sexualität von Gott in der Ehe sein. Im Sakrament muss sie sein. Da können wir uns manchmal in vielem, als ich das mal so durchdachte und die ganzen Symboliken ein bisschen studierte, die wirklich in den ganzen Lexikas auch stehen,
Auch das Feigenblatt ist zum Beispiel ein Symbol, dass eine Verwohllust und Begierde steht teilweise und für die Sexualität steht. Der Apfel steht dafür. Der Apfelbaum als solches, das ist irgendwo ein Symbol der Fruchtbarkeit. Das ist alles verborgen von Gott, aber vielleicht ist es mal wichtig, auch in der heutigen Gender-Ideologie, wo alles eingeebnet wird, wo die Familie angegriffen wird, wo das Ebenbild Gottes, das Abbild Gottes angegriffen wird, bis ins Innerste und alles kaputt gemacht wird, dass wir das wieder mal hineinbringen und mal aufklären, dass wieder zu einer guten Sexualität kommt. Und dass es nur in der Ehe geschehen kann, außerhalb nicht. Ihr wisst, wie das ein Sodom und Gomorra hervorruft. Ein Durcheinander bis zum geht nicht mehr. Und dass das Leichteste, den Menschen zu verführen, gerade über die Schiene der Sexualität. Sagt sogar Freud, er sagt, wenn du eine Gesellschaft umstürzen willst, dann führ sie in die Sexualität hinein. Da wirst du alles machen können, was du willst. Wir müssen das einmal wieder ganz, ganz tief betrachten und auch mal darüber reden, weil einige Väter es so gedacht haben und ein großer Teil auch ziemlich haben es so gedacht, von den Symboliken ist es ganz klar. Und dann sind sie aus dem Paradies vertrieben worden. Ja? Also es geht um das, es sind die beiden Dinge, die beiden Pole, die eigentlich ganz tief zu betrachten sind. Der Tod und wieder der Baum des Lebens, und das ist das Kreuz. Hier, auch in den Bildern, hat man schön, versteht ihr, der Baum, wo sie gepflückt haben, ist auch hier in diesem Bild wieder ganz darauf hingeordnet, auf das Leben, auf das Kind.